Herzlich willkommen zur 129. Folge meines Messerbaukanals. Ich habe mir eine neue Schleiferichtung gebaut. Bei meiner ersten Version habe ich ein paar Bohrungen vermisst. Aber das Prinzip mit den Gleitern auf der Unterseite hat sich gut bewährt. Ich zeige dir erst nochmal die alte Version. Wie diese Schleifvorrichtung entstanden ist, findest du in einer älteren Videoreihe. Die Playlist dazu verlinke ich in den Infokarten und schreibe sie in die Videobeschreibung. Die Schrauben, auf denen die Klinge abgelegt wird, werden vom Bandschleifer abgeschliffen, wenn die Klingenstärke gering ist. Dabei verschwindet auch das Mitnahmeprofil im Schraubenkopf. Die neue Version meiner Schleifvorrichtung wird also versenkte Gewinde haben, damit vom Mitnahmeprofil immer genug vorhanden sein wird. Bei der alten Version hatte ich Streifen aus einem alten Schneidebrett gesägt und als Gleiter unter die Vorrichtung geschraubt. Das Material ist nicht abriebsfest genug, sodass die neue Version Teflongleiter haben wird und die Befestigung wird auch nicht mehr mittels Schrauben sein. Die Winkelverstellung mit Hilfe nur einer Stellschraube hat sich bewährt. Das Prinzip werde ich übernehmen mit einigen kleinen Verbesserungen. Um die Schleifvorrichtung zu führen, gibt es bei der alten Version nur zwei Schrauben, die man mit Daumen und Zeigefinger festhält. Das werde ich komfortabler machen. Und hier ist die neue Version. Alle Teile bestehen aus Aluminium, die Schrauben sind aus Edelstahl. Unterwärts gibt es noch Gleiter aus Teflon. Um die Vorrichtung zu führen, habe ich mir zwei Griffe überlegt, die ergonomisch geformt sind, sodass man sie bequem greifen kann und trotzdem flexibel verschiedene Haltungen annehmen kann. Am Ende des Videos zeige ich dir, dass ich die Position der Griffe nochmal verändert habe. Die Winkelverstellung habe ich von der alten Version übernommen. Diesmal habe ich die Stellräder aber rund gemacht. Die Aufnahme für das Gewinde habe ich nicht in die Bodenplatte geschnitten, sondern in eine demontierbare Scheibe. So kann ich nämlich den Winkel bis auf 0 Grad absenken. Wie anfangs gesagt, habe ich die Bohrungen alle versenkt, damit die Schrauben immer ihr Mitnahmeprofil behalten, auch wenn der Schraubenkopf vom Bandschleifer abgetragen wird. Die vielen Bohrungen erlauben es auch, dass die Angel an der Vorrichtung verschraubt werden kann. Bei der alten Version musste ich die Angel mit einer Parallelzwinge festklemmen. Ich muss nur daran denken, in der Angel auch eine ausreichend große Bohrung vorzusehen, sonst passt die M6-Schraube nicht durch. Ich baue die Vorrichtung jetzt einmal auseinander. Dann siehst du am besten, wie sie konstruiert ist. Den Griff für die Höhenverstellung nehme ich als erstes ab. Dann löse ich die Kontermutter, mit der ich die Höhenverstellung fixieren muss, damit sich beim Schleifen nichts ungewollt verstellen kann. Jetzt drehe ich die Gewindestange nach unten heraus. Die Schrauben sind aus Edelstahl. Da ich von den Schlitzschrauben noch viele übrig hatte, habe ich sie verwendet, obwohl ich kein großer Fan von Schlitzschrauben bin.
Für die Scheibe mit dem Gewinde hätten auch zwei Schrauben gereicht, wie mir erst später bewusst geworden ist. Der Nachteil bei den drei Schrauben ist nämlich auch, dass ich die Scheibe nicht verdrehen darf, sonst passen die Bohrungen nicht über die Gewindelöcher. Die Griffe werde ich am Ende noch neu positionieren, da sie zu weit hinten sind, um eine optimale Kontrolle über die Vorrichtung zu haben. Die vordere Aufnahme ist demontierbar, so kann ich mir nach Bedarf andere Aufnahmen machen, die entweder flacher sind oder je nach Klingenform anders gestaltet sein müssen. Der große Unterschied zu meiner alten Version ist aber, dass der Teflongleiter von den beiden Platten eingeklemmt wird. Das Problem mit den Schrauben war, dass sich zu viel Metallstaub fangen kann und das Material nicht wirklich plan aufliegt, je nachdem, wie fest die Schrauben angezogen sind. Bei der neuen Version kann ich die Gleiter bei Bedarf einfacher austauschen. Damit der Teflonstab gehalten wird, musste ich eine Nut hineinfräsen. Die Grundplatte der Vorrichtung hat dann eine entgegengesetzte Kante, die genau in diese Nut passt. Weil man das im Video nicht gut erkennt, versuche ich das Prinzip auf Papier zu zeichnen. Dies ist der Teflonstab im Querschnitt. Als erstes habe ich eine 5 mm Nut hineingefräst. Und das ist die Grundplatte im Querschnitt. Unten soll ein Steg entstehen, der genau in die Nut passt. Dazu fräse ich erstmal so viel aus der Grundplatte, dass der Stab bündig aufgesteckt werden kann und später kein Spiel mehr hat. Dann muss ich noch eine Vertiefung fräsen, damit Platz für die obere Hälfte ist und der Stab weit genug über den Steg geschoben werden kann. So passt das Ganze dann zusammen. Und wenn die senkrechte Platte dann wieder an die Grundplatte geschraubt wird, sitzt der Teflongleiter fest und maßgenau an seinem Platz. Ich hoffe, du kannst das bei dieser Aufnahme einigermaßen erkennen. Hier siehst du nochmal alle Teile meiner neuen Schleifvorrichtung. Und jetzt wird die erste Klinge angeschliffen. Es ist schon ein großer Unterschied, wie gut die Teflonunterlage auf dem Schleiftisch gleitet. Man muss gar nicht schieben oder ziehen, sondern nur halten. Und es ruckelt und hakt auch nichts. Die Verstellung des Winkels geht wie gewohnt schnell und zuverlässig. Es war mir wichtig, dass die Vorrichtung rostfrei ist, dass sie nicht schwer ist und dass sie in meinen Wassereimer passt. Hier zeige ich dir, wie schnell der Seitenwechsel erledigt ist.
Wenn die Vorrichtung genau gearbeitet ist und die Bohrungen genau symmetrisch sind, dann muss man sich nur die Position merken, in der die Schrauben gehören und das Ganze nur gespiegelt auf die andere Seite versetzen. Die Messer, die man hier sieht, sind nur 14 cm lang, weshalb die Vorrichtung größer erscheint, als sie ist. Und hier siehst du nochmal, warum ich die Bohrungen versenkt habe. Der Schraubenkopf wird nämlich vom Schleifband mit erfasst und bis zu einem gewissen Grad abgetragen. Und hier zeige ich dir, dass ich die Position für die Griffe nochmal verändert habe. Sie liegen jetzt weiter vorn über dem Schwerpunkt der Schleifvorrichtung, sodass ich jetzt noch mehr Kontrolle beim Schieben habe. Die Griffe kann ich jederzeit versetzen oder austauschen. Ich hoffe, ich konnte dich mit einigen neuen Ideen dazu inspirieren, dass du dir auch eine Schleifvorrichtung baust. Ich würde mich freuen, wenn du etwas in die Kommentare schreibst. Vielen Dank fürs Zuschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal.